Nummer 4. Der TIP 30177 AJ4 Plus ist ideal zum Ziehen von Wasser aus großen Tiefen bis zu 40 Metern. Die Installation ist schnell und einfach. Die Pumpe bleibt während des Betriebs vollkommen geräuschlos, selbst bei einem Druck von 4,5 Bar auf der Nanometerebene des Reglers. Obwohl in China hergestellt, scheint diese Pumpe wie beschrieben zu sein. Sie ist auch robust. Die durchschnittliche Durchflussmenge beträgt 3000-4000 Liter pro Stunde. Für die Bewässerung des Gartens oder die Wasserversorgung des Hauses ist der TIP 30177 AJ4 Plus eine ausgezeichnete Lösung. Die Länge des elektrischen Kabels und des Seils sind beachtlich. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Diese Vidax-Brunnenpumpe kann kaum mit TIP und PowerMat-Geräten konkurrieren. Sie bietet jedoch eine Leistung, die ihren Erwartungen entspricht, insbesondere wenn ihr Brunnenwasserbedarf relativ begrenzt ist. Diese mit einem 750 Watt Motor ausgestattete Pumpe hat eine maximale Förderleistung von 4500 Litern pro Stunde und eine maximale Förderhöhe von 40 Metern. Sie kann für den Transport von Brunnenwasser und in Brunnen und Tanks gespeichertem Wasser verwendet werden. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 2. Die 12-Volt-Soternen-Brunnenpumpe wird mit Solarenergie betrieben. Ihre Durchflussmenge beträgt etwa 150 Liter pro Stunde. Sie ermöglicht die Wasserentnahme aus einem Brunnen mit einer maximalen Tiefe von 30 Metern. Diese Pumpe kann als Reservepumpe für ein leistungsstärkeres Modell oder sogar als Hauptpumpe verwendet werden. Die Leistung dieser Solarpumpe variiert im Allgemeinen zwischen 55 und 100 Watt. Wenn die Leistung reduziert oder geschlossen wird, wie bei einer Wasserpistole, kann die Leistung auf 100 Watt steigen. Sie ist zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität und kann kontinuierlich mit Sonnenenergie und sogar ohne Batterie betrieben werden. Der bürstenlose Motor erfordert jedoch nach 4 Stunden Betrieb einen 30-minütigen Stopp. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 1. Die Pumpe SKM100 ist bis zu einer Tiefe von 30 Metern tauchfähig und mit einem Rückschlagventil ausgestattet. Für den Anschluss wird ein 15 Meter langes Stromkabel mitgeliefert. Diese robuste Brunnenpumpe hat ein Gehäuse und einen Rotor aus Messing. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Für den Schlauch sollte ein Durchmesser von 125 mm ausreichend sein. Achtung! Diese Pumpe stoppt nicht automatisch. Sie kann Wasser bis zu 35 Grad Celsius ansaugen. Das Gerät eignet sich besonders für die dauerhafte Installation in Tiefbrunnen. Bitte beachten Sie, dass der SKM100 nicht für das Ansaugen von Schlammwasser ausgelegt ist, sondern nur für Trinkwasser. Zu diesem Zweck muss ein Schutzrohr installiert werden. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung.